So, herzlich willkommen wieder zurück auf unseren Hauptfach-Multiplayer-Challenge-Projekt, wie man es auch sehen möchte. Heute wieder mit dabei der Heiko. Heiko, der Große, bitteschön. Immer schön die Form bewahren, ne? Ja, liebe Zuschauer, das war jetzt Heiko, der Große, weil er sein Hof hat. Aber in Wirklichkeit, liebe Zuschauer, bezweifle ich ja, ob er wirklich so groß ist. Ne? Herzlich willkommen, Leute. So, liebe Zuschauer, wir haben, das wusste, glaube ich, Heiko auch noch nicht, jetzt ist es so, dass wir viele geschrieben haben oder auch so was ich gelesen habe, ist ja in dem Discord von Hauptfach, gibt es ja einen Discord-Channel, wo ich auch drin bin. Oh, liebe Leute, es tut mir leid, aber dass ich jetzt gerade hier lehne, das ist wie ein Chinese, der nicht richtig sprechen kann. Habe gesehen, haben ja den Sägewerk 4 gekauft und wir haben ja unsere Palettenproduktion gekauft. Bin gerade da, weil ich was abgegeben habe, mein Fahrzeug. Bin jetzt gerade völlig irritiert, aber wirklich sowas von irritiert. Das kann nur gut sein für mich. Ja, weil ich habe bei Segel, hier hast du eine Holzfassproduktion. Da brauche ich Rohstoffe, Bretterpaletten, Leerpaletten und bekomme dann leere Schnapsfässer. Nö, die kannst du ja verkaufen, ne, wenn du die produzierst, ne? Die Fässer, ne? Ich denke, dass die leere Schnapsfässer, weiß nicht, entweder die kommen dann hoch zur, wo du Weintrauben herstellen kannst, oder die kommen unten, wo die Flaschenproduktion ist. Weißt du, was ich meine? Aber es kann ja auch nicht hin, weil unten, wo die Flaschenproduktion ist, hat ja nichts mit Fässern zu tun, oder? Nö, ne, weiß ich nicht. Die braucht bei der Brauerei, ob die auch Fässer brauchen. Jedenfalls Weingut braucht Fässer, das weiß ich schon mal. Ja, aber man immer die Brauerei könnte, doch, die Brauerei könnte auch eigentlich Fässer gebrauchen, ne? Klar, Schnapsfässer. Da kommt der Schnaps dann rein, was eigentlich auch in die Flaschen reinkommt. Und was, liebe Zuschauer, das wusste Heiko bestimmt auch nicht. Auf einem Sägewerk 4 habe ich sogar eine Schreinerei. Brauche ich Rohstoffe, Bretterpaletten und produziere Bienenstock. Hey, auch gut, ne? Ja, und ich brauche auch Bienen. Aber wo ich die Bienen herbekomme? Die kommen bestimmt automatisch dann, ne? Ach, das kann sein. Ja, ja. Dass man diese Bienenstock-Prinzip produziert und dann kommen die von sich aus dann irgendwie, ne? Ja, kannst du nebenbei Honig machen. Das ist ja schön, da weiß ich schon mal, was ich kaufen kann, wenn ich die Kohle habe. Ja, aber für was brauchst du das denn? Einen Bienenstock? Warum nicht, ne? Kann man den Honig verkaufen, ne? An der Honigfabrik. Ist ja auch gut für die Felder denn, ne? Wenn da ein paar Bienen sind, ne? Dann wächst das Gelumpe doch besser. Ja, aber ich meine, ist das nicht, du hast doch, zwischendurch hast du so kleine Häuser stehen, ne? Auch zwischendurch an Straßenrand. Ja. Dass dort die diese hin müssen und dass du dann erst dein Honig kriegst. So, lieber Mario und Leute, ich habe den Hänger erstmal fast voll gemacht mit Fischfutter. Und ein Wasserfass, dann kann die Produktion gleich gestartet werden. Mario, dann können wir irgendwann schöne frische Brötchen mit dick, mit guten Kaviar machen. Ist doch sowas auch, ne? Kaviar, ne? Jetzt habe ich mein nächstes Problem. Ich kann, liebe Zuschauer, ich kann mein Sägewerk nicht starten. Was brauchst du denn noch dafür? Biodiesel. Ha, dann holst du bei der Tankstelle schnell was. Ich könnte ja was mitbringen, wenn ich gut bin. Diesel. Soll ich dir was vorbeibringen? Ja, das bringt ja nichts. Also. Du kannst es ja nicht abladen. Also, da brauchst du so ein kleines Fass, was ich auch habe hier von Joshkin.
Und dann gibt's hier, ist so ein bisschen versteckt hier, da wo ich gerade bin, in der Nähe von Einkaufsshop. Da gibt es irgendwo eine Tankstelle, da muss er irgendwo auf so einen Hof rauffahren. Was da, ist denn mit Reifeisen? Kann man nicht bei Reifeisen auch Biodiesel kriegen? Das weiß ich nicht, ne? So. Oh, ich finde das schön. Also ich hatte mal unten, wo die Verkaufsstelle ist, ne? Ja. Da habe ich ja mal bei der Beta-Version die Sägewerk gekauft und dann hatte ich ja Hackschnitzel, musste ich ja als reinschmeißen, um dass die Produktion starten kannst. Hier ist das nicht, hier kann ich im Prinzip das Hackschnitzel, was ich rauskriege, könnte ich natürlich verkaufen, ne? Mhm. Oder brauchst du auch Hackschnitzel? Ich guck gleich mal. Ich bin ja fast. Ich nee, Häckselgut brauchst du. Ich bin gerade auf dem Weg. Ich weiß nicht, ob. Das wird dann ja aus Holz gemacht, ne? Ja, ja. Produktion kommt in Bretterpaletten und Bretter und dann Hackschnitzel. Wasser brauche ich auf jeden Fall jede Menge, wenn ich den ganzen Hof, alles was ich habe, da produzieren will, ne? Was ich habe, ne? Teichen. Oh, wo will der da mit mir hin? Hier im Wald bin ich gelandet gerade. Ey, das gibt's doch nicht. Ey. So, was machen wir denn jetzt? Jetzt muss ich echt überlegen. Also. Holz. Mann, der eiert hier. So. Hupe funktioniert, ne? Ja. Ja, geht. Und ganz schnell die Produktion anwerfen. Wir wollen das jetzt die Kohle machen. Wenn der Holzproduktion losgeht, ne? Das bringt dann richtig Kohle ein, deswegen muss ich mir ein bisschen beeilen. Ne? Naja, ob die so geht, ich muss ja erstmal gucken, weil ich muss hier rein theoretisch, müsste ich ja noch Paletten produzieren. Ne? Ja, noch. Ich bin da gleich bei meinem Hof. Hier bei der Fischproduktion brauche ich glaube ich keine Paletten, so wie es aussieht. Kaufen, aber die kostet schon nicht viel Geld, das stimmt, ne? Ich habe ja Biodiesel. Wenn ich was produziere, kann ich dir ja was abgeben, wenn ich gnädig bin. Aber noch kann ich ja nichts machen. Noch habe ich ja keine Raps. So, lieben Leutchen, hier vorne haben wir ja schon den Tiefenlockerer abgestellt. Das gehört uns ja auch noch. Deswegen ja, links. Es gibt rein theoretisch nur eine Möglichkeit. Erdfruchtspezialist steht hier. Der Hof gehört mir auch noch. Ach, deswegen ist die Waschanlage hier vorne. Ja. Da wollen wir jetzt nicht rauf. Oder doch, gucken wir mal. Wir bleiben mal hier stehen. Also, liebe Zuschauer, vielleicht haben wir Glück. Und der Mario ist jetzt ganz schlau. Aber ich bin mir noch hundertprozentig nicht sicher. Kann der Weinberg Biodiesel produzieren? Weißt du das? Das weiß ich nicht. Dort schwankt doch, guck da einfach mal nach. Liebe Zauschüler, merkt ihr das? Er möchte mir das nicht verraten. Er möchte, dass ich laufe. Das weiß ich nicht. Ich habe sogar einen Komposter. Ich werde wahnsinnig. Ja, lecko.
Lecco mio, das ist wie in Westen, hätte ich was gesagt. Also, rein theoretisch. Ich kenne ja noch einen Krieg von... Ach so. Okay, liebe Zuschauer, das hat sich jetzt auch erledigt. Ey, ich kann sogar Dünger produzieren, wenn du welchen brauchst, mal, ne, für deine Bäume. Ja, aber es gibt's doch, es wird noch eine Möglichkeit geben. Die Hasenzucht, die kann definitiv Biodiesel produzieren. Ach, hier ist nichts drin. Ah, hier haben wir sie. Die Biogasanlage. Das ist schön. Warte mal, Biogasanlage, die können doch Dings produzieren. Biodiesel. Ja. Da muss ich aber erstmal warten, bis ich. Hier ist der Schweinestall, den ich habe. Schon mal schön. Sehr gut. Okay. So gefällt mir das. GGA 922.000. Das ist nicht so viel. Schweine, oder? Also müssen alle zu weit weg. Jetzt, ich hab die Eisel gebaut. So, was sagt denn die Hasenzucht? Die Hasenzucht will 342.000. Aber die Hasenzucht, die kann Biodiesel produzieren, das weiß ich. Aha. Braucht drei Sachen. So, dann hoffe ich nämlich, dass ich meinen Trecker wiederfinde. Und hier drüben, das gehört mir ja auch noch mit zu. Da habe ich Saatgutlager und so ein Zeug und noch ein. Was habe ich denn hier? Noch ein Lager. So viel habe ich gar nicht zum Lagern. Das ist Wahnsinn, Mario. Und ja, sag mal, Heiko, weißt du noch, da kommt doch bei Biodiesel kommt doch Raps rein, ne? Jo. Tankstelle habe ich ja auch, das ist schon mal schön. So, jetzt möchte ich aber meinen Trecker wiederfinden. Wo ist denn der? In welche Richtung? Ach, da hinten steht er. So. Ich weiß, was ich mache, liebe Zuschauer, wir wissen, was wir machen. Wir müssen uns leider noch die Hasenzucht zukaufen. Ja, und ich mache mir jetzt erstmal auf den Weg, dass die Produktion gestartet wird endlich. Ja, fang du mal schon an, du bist schneller Recher wie ich hier. Ab sofort heißt es keine Rücksicht auf den Feind. Ja, warte mal, lass mich mal jetzt hier machen. Ich krieg dich noch. Ja, das wird bestimmt so. Ich hoffe ja immer, die Hoffnung stirbt zuletzt bei mir. Dann wollen wir dann bloß hoffen, dass das eine oder andere Mitglied auch noch mit reinkommt. Das wird dann richtig schön werden. Ich habe mein Kredit das voll ausgeschöpft. Ja, den habe ich lange ausgeschöpft. Jetzt ist erstmal nichts mit kaufen. Jetzt ich warten muss. Ja, der Traktor ist ein bisschen schwach für die zwei Geräte. Ne? Ich habe den kleinsten Hänger geholt mit 8500 Liter. Der hat jetzt 7500 Liter Fischfutter drin. Und dennoch ein Wasseranhänger hinten dran. Der schwimmt hin und her. So, ich habe noch 121.000. Ich habe bloß noch 43.000. Bist ja reicher wie ich. Ja, aber um Raps zu machen, bräuchte ich rein zwischen Feld. Und wir beide wissen ja, die Felder sind nicht gerade billig, ne? Nee, ich habe Glück gehabt. Ich habe einkauft, da habe ich zwei kleine Felder mit bei gehabt. Kannst du ja mal angucken auf der Karte, da weißt du ja, welche da sind. So. Das heißt, die sind alle so teuer und dann kamen sie alle so weit weg. Das ist, ich bin gleich bei der Fischschucht. Da kann ich dir das sagen oder kannst ja gucken gehen, wenn du Zeit hast. Ob die Paletten brauchen, ich denke, die brauchen noch keine. Auf jeden Fall habe ich ein Kühlhaus mit dabei. Das ist schon mal schön.
ich gehe jetzt erstmal bei dir gucken. Aber ich meine, dass die Paletten braucht. Irgendwas war da. Ich bin mir aber jetzt nicht sicher. Ja, ich komme nämlich gerade auf den Hof gefahren. Wenn der Feind da ist, dann muss man immer... Nee, musst du selber gucken. Ich kann ja gar nicht gucken. Gehört nicht mir. Das, was ich mir gehört, kann ich nicht nachgucken. Ach so. So. Da bin ich. Tütüt. So. Okay, Heiko, wir müssen ein Geschäft starten. Was denn für ein Geschäft? Nö, ich brauche bloß Wasser und Fisch oder Fischmehl, das habe ich ja. Und hier drüben, Paletten brauche ich erstmal, glaube ich, keine. Aber so einen Bienenstock würde ich bestimmt erstmal abkaufen, wenn der nicht so teuer ist. Wo bist denn du? Bist schon wieder weg? Ja, ich kann ja bei dir doch sowieso nichts sehen. Da steht nichts von Fischpaletten. Werde ich ja sehen, wenn die ersten Paletten fertig sind. Dann zeigt er mir das ja an. Muss erstmal das Fischfutter loswerden. So, wie teuer kostet mich jetzt ein kleiner Anhänger für... Ach, warte mal, ich brauche noch keinen. Doch, brauche ich scheiße. Das können wir gar nicht machen. Ich habe den kleinsten genommen. Den kann man ja auffüllen. Universal heißt doch, der kann alles, oder? Ja, eigentlich ja. Du musst ja gucken in der Symbolleiste, da müsst ihr ja unten anzeigen, ne, für was du den haben willst. Ja, da steht nur Universal, Gülle Ausbringer und das war's. Für was brauchst du denn Anhänger? Ne? Ja, ich könnte rein theoretisch mir den für 14.000 kaufen in unser Tankpack, weil ich habe ja den Anhänger von Alteona, aber das Problem ist, auch wenn ich den klein nehme, der zeigt mir nirgendwo an Diesel an, der zeigt immer nur dieses Braune an und... Hm. Welchen hast du denn geholt für Biodiesel? Den Joschkin. Ne, ich habe erstmal nur ein Wasserfass, da kann ich auch Diesel zur Not mitfahren. Das ist der Joski, ne? Ja gut, aber rein theoretisch kann ich auch den FST 990. Kann alles, der kann Milch und so. Aber eigentlich können wir auch den FSC 990 wegmachen, weil das ist ja generisch, ich kann alles dann. Also welchen hast du dir geholt? Den Joskin. Den Joschkin war da. Wo hast du den gefunden? Bei Tierhaltung. Da wo der kleine Mischwagen drin ist und so. Da könntest du... Ich hab den kleinen Joschkin erstmal geholt. Ah, den, ja. Ja. Ja, der kann alles. Der kann Benzin, Wasser, genau. Da reicht zum Anfang erstmal aus. So, Fischproduktion muss, da fahre ich jetzt noch 3-4 Wagen, dass die Fische auch genug Wasser haben. So. Ich habe den jetzt auch erstmal gekauft, ich habe ja nicht mehr so viel Geld, ich muss ja jetzt gut hier überlegen, wie ich wirtschafte, ne? Ja. Eine Seemaschine hole ich auch gleich ab. Ich muss erstmal das Wasser hier auffüllen. Warte mal, ich könnte erstmal Fahrzeug zurücksetzen. Wie habe ich das noch gemacht, wenn das mal zurücksetzen, ne? Ja. Da musst du aussteigen aus dem Traktor und ein Stück zurückgehen, dass du den noch wiederfindest.
haben wir mit Verderben eigentlich drin. Was für ein Ding? Mit Verderben, dass die Pflanzen verderben. Hast du, glaube ich, alles eingestellt, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, aber auch, liebe Zuschauer, auch das ist gar nicht so verkehrt, weil ehrlich gesagt, das wollen wir ja schon ein bisschen realistisch versuchen, realistisch zu spielen. Ne? Von daher würde ich ja sagen, dass wir mit Verderben drin. Oder? Ja, genau so sieht das aus. So, ich habe mir erstmal eingeloggt. Fruchtzerstörung ist an. Unkraut ist aus. So, haben wir alles so, wie wir es brauchen. So, meine Zuschauer werden sich freuen. Ich kann mit der Produktion für Holz anfangen. Ah, bei mir dauert das eine Weile, ne? Ja, ich muss ja erstmal Biodiesel kaufen. So, dann muss ich das erstmal reinmachen. Dann ist jetzt die nächste Überlegung, wie mache ich das, weil das Problem ist, du kennst ja die großen Maschinen, wo du Bäume mit absehen kannst, ne? Mhm. Kostet ja billigste über 400.000. Du musst ja erstmal ausleihen, ne? Ja, da ist jetzt die Frage, ob sich das rentiert, weil umso länger du den ausgeliehen hast, umso teurer wird der Spaß, ne? Naja, da musst du halt, da kostet jedes Jahr aus neue. Also hier, da wird ja immer um 0 Uhr abgerechnet. Ja, und es wird ja pro Arbeitsstunden abgerechnet. Nee, so kenne ich das nicht. Doch, pro Arbeitsstunden, das ist das. Es wird zwar am Tag abgerechnet, aber wenn du 20 Arbeitsstunden oder 8 Arbeitsstunden machst, dann musst du über 2.000, dann bist du bald fast bei 10.000 oder so. Aber könnte man rein theoretisch machen. So, jetzt gucke ich erstmal, ob das schon anläuft hier. Futter haben sie, Wasser haben sie auch erstmal ein bisschen. Weil ich brauche auf jeden Fall noch ein Feld für meinen Raps. Oh, was? Ja, ich muss mir noch Geld kaufen, dass ich Raps ansehen kann. Ich habe schon 83 Forellen, ne? Nee. Aber da ich die nutzen kann, die werfen ja bloß immer 4000er Balletten aus, ne? Das so, dauert, das dauert ja. Ich mag jetzt nicht mehr. Er hat schon sehr viele Forellen. Ich habe noch gar nicht viel gewusst. Nein, unsere Zeit ist wieder mal zu Ende. Es ist ehrlich gesagt Wahnsinn, wie die Zeit hier rennt, wenn man hier irgendwie neu baut oder überlegt, was machen. Auch wenn ich mir überlege, dass wir es jetzt auch wieder 7:45 haben, das ist Wahnsinn. Aber ich habe ja Gott sei Dank heute ja morgen noch frei. Ich muss ja erst Sonntagabend wieder früh ins Bett. Ich bedanke mich auf jeden Fall für das Zuschauen. Was ich noch gerne erwähnen möchte, noch kurz, wenn ihr Interesse habt, wirklich mitzuspielen, ihr habt den DLC von Klass, würden wir uns riesig freuen. Bitte dann aber auch Leute, die aktiv sind, natürlich die privat und beruflich natürlich immer noch vor. Ne? Also ich will jetzt hier nicht sagen, wie jetzt hast du zu spielen und da was zu vernachlässigen, nein. Aber aktiv sein, Spaß am Spielen haben, Spaß an der Karte haben, weil die Karte ist eins mit den besten Karten, die es wirklich für LS19 gibt. Das kann ich immer wieder nur betonen. Somit verabschiede ich mich mit dieser Aussage und mit der Aussage, dass das hier voll geleckt hat. Der hat was gekauft. So, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Bis denn. Gut, das wünsche ich euch natürlich aus, Leute. Macht's gut, bleibt anständig. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ne? Tschüssi. Sag mal.